Ramirez fährt nach außen und geht dann innen vorbei. Was für ein geniales Täuschmanöver! Und damit holt sich die Nummer 51 einen weiteren Sieg für ihr Team. Und McQueen ist ganz stolz. Ein Wahnsinnstrick, McQueen, nicht? Ich würde einfach sagen, das ist gute Zusammenarbeit. Was sagen Sie dazu, Ramirez? Tja, ich denke, ich kann einfach immer auf ihn vertrauen. Ich bin Chuck Manifold und heiße Sie herzlich willkommen zu den Piston Cup News. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Mit einem genialen Täuschmanöver konnte sich Cruz Ramirez heute einen weiteren Sieg gegen Jackson Storm holen. Dieser Trick stammt natürlich von Lightning McQueen, aber der Teamchef der jungen Rennfahrerin zeigt sich ganz bescheiden. Ich würde einfach sagen, es ist gute Zusammenarbeit. Auch Ramirez sieht das so. Er hat die Erfahrung, ich habe das Können und damit können wir einfach immer wieder Siegerrunden drehen. Man kann sagen, was man will, aber die beiden sind einfach ein Dreamteam und ergänzen sich immer wieder perfekt. Und auch unter den Fans sind die beiden sehr beliebt und können die Gunst der Zuschauer immer wieder genießen. Lightning sieht sein Wissen als Erbe seines Mentors Doc Hudson an. Er möchte allerdings nicht, wie viele Fans es gerne hätten, an die Rennstrecke zurückkehren. Es reiche ihm, mit Cruz zu trainieren oder an Rennen wie den Thomasville-Meisterschaften teilzunehmen. Aber sogar Cruz Ramirez würde gerne in der nächsten Saison gegen ihn antreten. Lightning! Was ist denn? Schieß los! Also dieser Sieg heute hat mich nochmal zum Nachdenken angeregt. Was ich sagen will ist, Lightning, du hast noch so viel Power. Möchtest du denn nicht doch wenigstens einmal ein Rennen fahren? Ein richtiges Rennen? Ach, Cruz, wir hatten diese Diskussion doch so oft. Ich weiß und ich möchte dich auch nicht stören oder drängen. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich es toll fände, wenn ich mal gegen dich richtig fahren dürfte in einem echten Rennen. Denk wenigstens mal darüber nach. Die 95, Lightning McQueen. Ha. Wie du da grinst. Geladen wie ein Blitz. And I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh. Seems like I'm running in the wrong direction. The Wrong Direction, hier bei uns. Fragt sich, ob Lightning McQueen vielleicht nicht auch in die falsche Richtung fährt. Mit dem wachsenden Erfolg von Cruz Ramirez wird der Ruf nach einem Comeback des Rennwagens immer lauter. Auf einer Liste der beliebtesten Rennwagen steht Lightning McQueen immer noch weit oben. Und gut drei Viertel der Rennfans würden wollen, dass er wieder beim Piston Cup antritt. Er selbst möchte seine Zeit jedoch Cruz Ramirez und seinen Freunden widmen. Vielleicht ist das hier jetzt anders. Was meinst du, Doc? Soll ich zurückkehren? Also das Rennen gestern war total der Hammer. Hey Leute, guten Morgen. Hey, alte 95. Was würdet ihr sagen, wenn die 95 in der nächsten Saison an die Rennstrecke zurückkehrt? Das wäre ja super. Dann sag ich nur eins. McQueen ist zurück.